This is what I call professional. Also heute mit Popsi. Sie lässt mich jetzt erstmal nicht in Ruhe. Ich bin nämlich gerade nach Hause gekommen, habe Banh Mi dabei und ich dachte, nehme ich einfach mal Mukbang Mittwoch auf. Ich hatte wieder richtig Bock auf Banh Mi. Ich könnte ungelogen fast jeden Tag Banh Mi essen. Die Sau ist so belästigt, weil wenn ich sie jetzt runterlasse, will sie die ganze Zeit hoch. Und wenn sie oben ist, will die ganze Zeit riechen. Nein, Popcorn, Platz. Auf jeden Fall gibt es wieder Banh Mi. And we stand Banh Mi. Banh Mi, ihr wisst, eins meiner Lieblingsessen. We love a good Banh Mi. Itadakimasu. Das Brot ist noch richtig knusprig und heute ist es besonders fluffig irgendwie. Und dünn, delish. Es erinnert mich voll an diesen Banh Mi Burger. Ich sag's immer noch, er ist immer noch so geil. Ich sollte den Banh Mi Burger eigentlich mal wieder machen. Aber so lecker. Aber dann bin ich wieder so unkonzentriert, weil ich wieder nur daran denke. Ich hoffe, ihr habt euch auch was zu essen geholt. Weil Sonntag wisst ihr ja nie, ob ich immer was zu essen mache. Höchstwahrscheinlich schon. Aber manchmal gibt es ja auch Videos, wo ich nicht esse. Oder wo es nicht hauptsächlich um Essen geht. Aber mittwochs hoffe ich, dass ihr auch was zu essen habt. Aber ich bin eigentlich gar nicht so die Art von Person. Ich kenne voll viele, die immer schreiben, dass sie sich keine Videos anschauen können von Essen, weil sie Hunger bekommen. Aber ich bin gar nicht so. Ich könnte immer ein Essensvideo anschauen. Immer. Auch wenn ich gerade verhungere. Wenn ich so Essensvideo anschaue, das ist so, als würde ich mir einen Vlog anschauen, ein Tutorial anschauen. So sind für mich Essensvideos. Ich kann sie einfach anschauen. Das ist so, dass eine der häufigsten Sachen, die ich mir anschaue, ist eigentlich Essen. Von morgens bis abends. Mein TikTok-Feed, mein YouTube-Feed. Nur Essen. Es geht nur um Essen. Aber natürlich hätte ich auch immer gern was zu essen. Aber so viele Essensvideos, die ich anschaue, so viele kann ich gar nicht essen. Deswegen bin ich vielleicht abgehärtet. Aber ich kann es euch nicht so genau sagen. Aber ich habe gar kein Problem damit, mir Essensvideos anzuschauen, wenn ich Hunger habe. Wir haben schon mal darüber geredet. Also nicht wir, sondern ich habe mit meinen Freunden darüber geredet. Welche Küche wäre das, wenn ihr euch nur eine Küche aussucht? Weil ein Gericht könnte ich nicht. Wüsste ich nicht was. Wenn du dir noch nur ein Gericht aussuchen könntest, was du dein Leben lang essen würdest. Super schwer. Wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn ihr nur eine Küche essen könntet, welche wäre es? Ich habe so geschwankt zwischen Japanisch und Vietnamesisch. Aber tatsächlich würde ich Vietnamesisch nehmen. Egal wie sehr ich Japan liebe. Und ich liebe dich, Japan. Aber vietnamesische Küche. Ich glaube, ohne Pho und Banh Mi, ohne Tetra, ohne bunte Nudeln wäre ich irgendwann schon traurig. Ohne Sommerrollen. Was auch noch voll ginge, wäre zum Beispiel die italienische Küche. Da hattet ihr auch noch voll viel Auswahl. Ihr hättet Nudeln, ihr hättet Pizza, ihr hättet doch Brot, habt doch Reis, habt doch Japanisch. Wäre halt auch geil mit allen Gerichten. Alles, was wir da haben in Japan, könnte ich auch ein Leben lang leben. Leben lang leben. Aber ich merke, wenn ich in Japan bin, zum Beispiel für so 5 Wochen, fehlt mir vietnamesisches Essen schon. Aber wenn ich zum Beispiel mal 5 Wochen kenne, wobei ich habe schon Cravings auf Sushi und sowas. Aber ich habe eher Cravings und das andere ist, das fehlt mir dann richtig. Weil so zum Beispiel diese ganzen orientalischen Küchen, auch richtig lecker. Aber ich glaube, die wären mir zu deftig. Ich glaube, es ist auf jeden Fall vietnamesische Küche, die ich wählen würde. Tschüss, Matze. Nein. Ich hoffe, ich habe alles schon mal Banh Mi gegessen. Oh Mann, ich habe so ein, ich weiß gerade nicht, ob das TMI ist, aber egal, ich glaube, das kennt ihr alle. Ich habe so einen Pickel in der Nase. Die tun immer voll weh. Und immer wenn ich so aus dem meine Nase anfasse, tut es voll weh. I hate it. Also wenn die so in der Nase sind. Ja. Es dauert immer voll lang, bis die weggehen.
heute bin ich besonders lost, Leute. Ich habe gerade keinen Plan, über was ich reden soll. Weil ich habe mir nur dieses Essen geholt. Ich dachte so, könnte ich eigentlich aufnehmen. Und ich habe mir nichts weiter ausgedacht. Ich habe nämlich letztens erst gesehen, dass voll viele auch sich ein Skript schreiben. Vielleicht muss ich es auch machen. I don't know. Ich bin wirklich immer ohne Plan. Ich weiß nur, was ich esse. Und dann setze ich mich hin und filme es einfach und schaue dann, wie ich das alles zusammenkriege. Das ist was, what I call professional. Die andere Hälfte. Es ist gerade 9 Uhr. Da war ich mir für 2 Uhr morgens auf. Eine morgens, 2 Uhr morgens. Weil ich da meistens nochmal Hunger bekomme. Das Geile an Banh Mi ist, das schmeckt auch nach Stunden lecker. Und I swear, diesmal ist das Banh Mi richtig gut gelungen. Das Brötchen ist richtig dünn und richtig knusprig und richtig leicht. Und so muss es sein. Heute ist richtig lecker. Voll later. Ich gehöre zu den Menschen, die leider nicht so viel essen können. Aber ich esse voll gerne. Und relativ oft, so alle paar Stunden mal ein bisschen. Ich esse halt dann, wenn ich Hunger habe und höre auf zu essen, wenn ich keinen Hunger mehr habe. Vielleicht können wir einen Poppy-Mukbang machen. Möchtest du ein Leckerli? Warte. Futter. Andere Futter. Schnauze. Zum ist an Banh Mi. Was steckt hier oft Koriander zwischen den Zähnen? Sieht nicht so geil aus. Ist mir bei dem Banh Mi Video passiert. Kurz, aber es ging wieder weg. Okay, das reicht schon. Eine Leckerli bekommst du nicht. Soll sie auch jedes Mal ein Leckerli bekommen. Das war jetzt wieder so ein kurzes Video. Wir sehen uns dann wieder am Sonntag. Bis dann. Aus dem 2 Uhr morgens Banh Mi essen wurde dann doch nichts. Ich habe es am nächsten Tag zum Frühstück gegessen. Und I am not regretting it. Because it's still delicious, auch am nächsten Tag. Und ja, wir sehen uns einfach am Sonntag wieder. Bis dann.